Dann machst du genau 30 von dem Stecken. Das ist ganz professionell. 1,20 Meter Breite und dann Wege ungefähr 30 cm breit. Das ist maximale Ausnutzung des Bodens. Das wird immer neu eingemessen, neu gemessen, denn nicht jedes Beet ist 1,20 Meter. Und in der Fruchtfolge ändert sich das. Kartoffelfeld ist zum Beispiel andere Größe, Maisfeld ist andere Größe. Aber sonst die allgemeinen Gemüse, die Möhren und Kohle und Salate, die brauchen 1,20 Meter Beet. Warum 1,20 Meter? Denn da kann man gut in die Mitte reichen. Warum solche Beete? Warum solche permanente Beete? Damit man nicht drauf tritt und den Boden verdichtet.